Hallo, mein Name ist Kerstin Holzer und neben mir sitzt mein Kollege Thomas Göllers. Hallo. Wir sitzen hier, um euch die Trendwerkstatt näher zu bringen. Aber vorab vielleicht mal kurz, Thomas, stell dich mal vielleicht ganz kurz vor, was machst du bei uns bei Solvium? Was sind deine Themen? Ja, gern. Göllers Thomas, mein Name. Ich bin jetzt bei der Solvium schon seit 2006. Bin aktuell Teamlead für das Team Modern Workplace Solutions. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Microsoft Teams, mit SharePoint, mit OneDrive, mit der Suche dazu. Und ich habe im Team dabei alle Entwickler in dem Bereich bei uns und das, was wir technische Berater nennen. Das heißt, wir fokussieren uns darauf, dass wir in den Projekten bei der Ausrollung mit technischer Expertise einfach unterstützen. Sehr spannend, ja. Und wir haben jetzt die Trendwerkstatt gemeinsam mit dir entworfen zum Thema Microsoft Teams. Warum ist das so spannend gerade in Unternehmen und also was beschäftigt, also welche Themen siehst du, was Unternehmen gerade beschäftigen? Welche Herausforderungen siehst du und was bringt Microsoft Teams? Ja. Also Teams ist ja der Hub for Teamwork, wie es Microsoft im letzten Marketing-Update nennt. Und wir haben ja bewusst die Trendwerkstatt ja auf drei Teile aufgeteilt. Der Stefan hat ja alles mit Artificial Intelligence gemacht. Der Ewald ist ja unser Experte, was Richtung Voice betrifft. Ich komme mehr aus der Collaboration-Ecke, also man sieht schon, dass Teams eigentlich sehr groß ist. Und durch die Größe ergeben sich da jetzt auch gewisse Bedürfnisse bei Kunden. Wir haben jetzt, jahrelang haben wir immer gesagt, das sind jetzt technische Probleme. Wir merken immer mehr User Adoption. Es bringt nichts, wenn das Tool da steht und das nutzt keiner. Das heißt, der steht gewaltig im Vordergrund. Wir sehen es aber bei Kunden auch, dass gerade der Schritt, weil Teams ist Cloud ohne Lösung, dass der Schritt in die Cloud auch Betreuung bedarf. Security ist ein wichtiges Thema. Wie kann ich das ausrollen? Wie kann ich verhindern, dass hunderte Teams erzeugt werden, dass da eine Namenskonvention dabei ist? Und das sind jetzt also Dinge, Governance-Konzepte, Architekturen, die ersten Schritte. Und wir haben schon im Hinterkopf, was es nicht alles noch an Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Aber zuerst müssen wir das einmal setteln und an Bord bringen. Klingt wirklich nach sehr vielen Themen und verschiedenen Herausforderungen, was man dazu hat. Und bei der Trendwerkstatt, wenn man sich das dazu anmeldet, wenn man sich dafür interessiert, was erwartet die Teilnehmer da konkret? Ja, ist eine gute Frage. Wir haben uns ein bisschen was überlegt und haben die Trendwerkstatt so aufgebaut, dass wir einen ganzen Block an Themen haben und wir machen am Anfang von der Runde immer eine kurze Vorstellung und Feedbackrunde, wie weit die Teilnehmer sind, was haben wir schon gemacht. Und wir haben dann unterschiedliche Blöcke und wir stimmen ab, welche Blöcke wir machen können. Wir haben ja beschränkt Zeit, wir haben 6,5 Stunden, glaube ich, so circa, und wir gehen da voll auf die Teilnehmer ein. Das heißt, wer ist inwieweit in Teams schon drin und was kann man machen. Wir starten meistens mit so einem Überblick, dass wir ein Grundlevel haben, dass alle wissen, Chat, Tab, Audio, Screensharing, diese Basisdinge, dass wir vom Gleichen sprechen. Da geht es eher darum, dass wir das gleiche Wording treffend haben. Und dann schauen wir uns an, wo Teilnehmer hingehen wollen. Das letzte Mal war es ganz stark eher in dem Bereich Governance, Ausrollen dabei. Wir haben weniger zum Beispiel das Admin-Portal geschaut. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn Admins dabei sind, konzentrieren wir uns mehr darauf. Das heißt, wir gehen da ein und werden den Bogen spannen über Ausrollen, Templating, Governance, Admin-Portal, Lizenzierung und natürlich die Tipps und Tricks, die wir schon bei den diversen Einführungen gehabt haben. Klingt gut. Das heißt, wenn Sie als IT-Leiter sind oder mit diesen Themen beschäftigt sind im Unternehmen und die vorantreiben wollen, sehen Sie selber, es wird individuell auf Ihre Themen eingegangen. Melden Sie sich gern zum nächsten Workshop an. Die Termine finden Sie auf unserer Webseite auf www.solvium.net. Da finden Sie alles. Wir freuen uns auf Sie und auf Ihre Anmeldung. Danke, Tommy. Dankeschön.